Und hallo, herzlich willkommen. Ich mache ein neues Let's Play, doch ein wenig anderes Spiel, als ich eigentlich erst geplant hatte, weil ich habe halt gerade den Game Pass dafür und da musste ich doch gerade mal das doch mal vorher ausprobieren, beziehungsweise ich habe das Spiel, es geht übrigens natürlich um Hello Neighbor, schon mal als ja kleines Let's Play am Anfang, wo es noch in der Alpha war, mir angeguckt und auch kurz selber gespielt, eine frühere Alpha allerdings, und fand es sehr interessant. Von daher dachte ich mir, muss ich das auf jeden Fall auch mal selber ausprobieren, beziehungsweise das halt ausprobieren, komplett spielen, wollte auch wissen, um was es geht. Ja, von daher würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Nicht wundern, ich muss jetzt natürlich ein neues Spiel machen, weil ich hatte kurz mal reingeguckt, um Einstellungen und so weiter zu testen. Wir gucken uns das mal an. Akt 1. Scheißball. Mal wegkicken hier. Okay, es sieht schon mal ganz anders aus als in der Alpha. Fang ganz anders an. So, die Steuerung muss ich noch ein bisschen lernen. Ich kann die leider nicht ändern. Die ist fest eingestellt. Immer, das ist Springen. Das war Ducken. Das ist Rennen. Okay, was ist hier? Simming? Was soll denn Simming heißen? Kann ich hier nicht irgendwas auch aufnehmen? Der Punkt steht da. Aber aufnehmen? Funktioniert nicht. Muss ich erst lernen wahrscheinlich, was aufzunehmen. Lernt man zwar normalerweise schnell im Babyalter, aber hier ist das anders. Was geht da vor sich? Getan. Was habe ich da gerade beobachtet? Aha. Versteckt etwas. Und diese ekligen Handschuhe. Oh, was? Ich konnte mich nicht bewegen. Außerdem hatte ich damit jetzt gar nicht gerechnet, dass das direkt losgeht. Oh, das sollte so sein. Okay, den Schlüssel hat er weggelegt. Puh. Ja. Ich wollte übrigens sagen, der Junge, der wir hier sind, der sah auch nicht so ganz glücklich aus. Als ob irgendwie auch bei ihm irgendwas nicht stimmt. Oh, warte mal, das war jetzt das Haus. So ein kleines Haus nur? Ich hab das weitaus größer in Erinnerung. Und ich hatte doch eigentlich in der Alpha ein eigenes Haus. Aber das war wahrscheinlich auch nur zum Testen. Ich kann da mal gucken, ob ich da jetzt reingehen kann. Moment. Irgendwas ist da mit der Steuerung hier komisch. Ah, hier stoßt jetzt ja E ist aufnehmen. Rechts ist... Wieder hinlegen, Rechtsklick und gedrückt halten ist wahrscheinlich werfen. Müssen wir noch gleich mal testen. Also mit E aufnehmen. Gedrückt halten. So, das ist werfen. Das ist werfen, das andere war hinlegen, okay. Alles klar. Ach, so kann ich reingucken. Aha. Ja, das müsste ja mein Haus sein. Und warum kann ich das nicht öffnen? Guck nochmal in die Steuerung. Inventar, benutzen, werfen. Benutzen, wer müsste es dann eigentlich sein, wenn es geht? Nee, doch. Ha. Ich glaube, die werden wir noch
gut brauchen. Warum kann ich die nicht öffnen? Hätte mir wohl die Steuerung noch mal ein bisschen genauer angucken sollen. Also irgendwie wirke ich im Gegensatz zu den Einrichtungsgegenständen extrem klein. Wollt ihr mir ernsthaft sagen, dass ich den Kühlschrank nicht aufmachen kann? Ich muss hier Gegenstände aufmachen können. Leute. Ich will keinen Toaster haben. Die Bananenschale könnte ich ja schon mal mitnehmen. Ach, einfaches E drücken, nicht gedrückt halten. Okay, so langsam lernt man die Steuerung. Viel besser. Ah ja, okay. Reingehen und schnell zumachen, wenn wir noch brauchen. Geht aber eigentlich, muss doch schneller gehen. An die Tür gar nicht mehr ran. Egal, vielleicht wird mir das ja noch erklärt. Gut, hier werde ich jetzt eh nicht so viel finden. Ich guck mal, was hier oben noch ist. Nicht so sehr viel. Außer mein Bett. Kann ich dann, glaube ich, schlafen, wenn ich will, dass es Nacht wird? Hier ist noch was. Noch ein Bett. The Family. Sind wir das oder sind wir das? Was? Den kann ich aufnehmen? Okay. Ja, dann werden wir uns doch mal umsehen beim lieben Nachbarn. Mal gucken, was der da so veranstaltet. Ein Fernglas wäre nicht schlecht. Mal so ein bisschen rumgucken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Diese Melodie kommt, bin ich relativ nah. Da muss ich dann aufpassen. Kann ich den aktivieren? So kann ich mich unter dem Bett verstecken. Oben hat er den Schlüssel versteckt, hat man gesehen. Ich habe mich ein wenig erschrocken. І масе рахуше вонисте є тишися тідя тільне вагатшина досня очукнання нойве за зенасівімасть. Робаліси, жумєства і адгаві роптів доран рептайлі. І чохець,
чапті те флуйтями пною в йостку ящищих на затіще шайних даніжти діяла. Рокоти розливали порта йостку. А, das geht doch. Und hier geht's doch nicht, wenn ich benutzen drücke. Das hat sich sofort versteckt. Okay, ich nicht weiter? Scheiße. Hallo? Aber seinen Ball habe ich noch, oder was das hier ist? Was ist das? Bowlingkugel. Ziemlich große. Geh doch mal in die Küche, Nachbar. Oh, werfen ging ja anders. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht tun. Shit, na, jetzt habe ich die auch verloren. Na, kann ich hier reingehen? Nee. Ja. Müsste ich das irgendwie lösen erst. Oh. Moment mal, kann man da reingehen vielleicht? Ich glaube, der wird gleich zu mir kommen. Ich räume doch nur für dich auf, Nachbar. Darf ich das nicht? Herausgekommen? Oh. Aber so komme ich sowieso nicht rein. Ich kann nur gucken, was da drin ist. Komm schon. Achso, ich drücke mal die falsche Taste, weil ich gewohnt bin, mit einer Taste zu springen. Da ist der Schraubenschlüssel, den wir brauchen. Das war, glaube ich, die Tür, die abgeschlossen ist. Oh, meine Banane ist wieder da. Ich glaube, da muss ich mir ein paar Kisten hinlegen. Reicht eine vielleicht schon? Tatsache. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe hier schon immer gestanden. Ich gucke hier nur raus und halte eine Bananenschale in der Hand, die ich jetzt gleich wegschmeißen werde. Herausfinden, wo dieser Schlüssel ist. Dass ich da reinkomme. Der wird da gleich reinkommen. Das ist die. Also, ich muss hier weg. Jetzt geh auf Tür! Geht's anscheinend ein paar Runden ums Haus. Wenn er hier reinkommt, müsste er ausrutschen. Muss doch hier irgendwo sein, der Schlüssel. Bitte. Fuck.
nur, wo ist hier ein Schlüssel? Oh, der ist schnell. Puh, zum Glück kann ich auch rennen. Ja, unerhört sowas, ne? Dieser verdammte Lausbengel, der dauernd bei mir einbricht. Fenster zerkloppt und einfach absolut keine Manieren hat. Der geht links, rechts lang. Moment mal, das steht doch hier so schön. Kann ich das nicht für meine Zwecke nutzen? Hier komme ich nicht weiter. Nee. Höchstens gut, um da vielleicht mal reinzugucken. Ah, was haben wir denn hier? Ah, das kriegt er mit klar, weil jetzt sein Fernseher ausgegangen ist. Guckst du viel Fernsehen, Herr Nachbar? Ich bin nur um deine Gesundheit besorgt. Geht er den wieder anschalten, okay. Ist eine Toilette drin vielleicht? Das Problem ist, ich komme jetzt natürlich hier nicht raus. Shit. Das war jetzt, glaube ich, eine schlechte Idee. Hoffentlich kommt der nicht hier rein. Shit. Ich bin gefangen. Mal Zahnbürste und so wegnehmen. Also ich kann jetzt Zähne mehr putzen, ich bin voll böse. Ach, die ist auch noch da. Ich schätze fast, der Schlüssel ist hier nicht. Was ist das? Kann nicht begreifen. Weißt du, was ich mit deiner Zahnbürste gleich machen werde? Ich werde es nicht näher ausführen. Ich lasse dem Zuschauer die Wahl, was ich damit tue. Gut. Wenn ich jetzt wieder ausmache, dann kriegt ihr das wieder direkt mit? Warte mal, wo war ich jetzt noch nicht? In der Küche war ich? Im Bad war ich? Im Wohnzimmer vielleicht noch? Was machst du in meinem Haus? Einzubrechen ist meine Aufgabe, nicht deine. Was war das? Ich mach mal die Tür zu hier. Geht ja wohl nicht. Ist ja voll das Hindernis für ihn, da reinzukommen jetzt. So eine Art Aufzug hier, oder? Nur die Frage, wie komme ich da hin? Ich glaube, im Schlafzimmer habe ich mich noch nicht richtig umgeguckt. Das bringt mir nichts. Ich brauche einen verdammten Schlüssel. Oder ich muss wahrscheinlich wirklich direkt nach oben. Na, hier. Vielleicht. Das war auch nur der Schrank.
Fernseher. Ob das klappt. Jetzt müsste doch eigentlich wieder rausgehen, das anmachen. Wieso geht das denn hier? Das hat doch noch einen zweiten Stock, das Gebäude. Wie komme ich denn da hoch? Oh. Wo ist er? Ich hab den gar nicht gesehen. Ich schätze, ich muss mich irgendwie anders dann nach oben befördern. Der hat keinen Aufgang für sich nach oben. Außer den hier außen. Und dafür brauche ich den Schlaubenschlüssel. Den Schlaubenschlüssel. Kann ich den... Ach, fuck. Hör auf, mich mit Sachen zu bewerfen. Das kann ins Auge gehen. Hier, ich werde dich auch mal mit was bewerfen. Hier, friss. Nochmal was? Hier, mach das auch mal mit dir. Vielleicht die Arme verschränken. Das stört ihn gar nicht. Dann ist hier vielleicht was drin. Kann man hier irgendwas machen? Kann man hier sein Auto kaputt machen, falls es überhaupt seins ist. Gut eingeparkt, würde ich sagen. Das ist ein Missverständnis. Ich gucke mich doch nur hier um. Ich gucke mir ihren schönen Garten an. Ihren gepflegten englischen Rasen. Ich hatte den irgendwie schneller in Erinnerung. Ih. Ah, das hält mich fest. Das ist so wie Kleber. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ich könnte versuchen, da hoch eine Kiste zu schaffen. Um dann aufs Dach zu kommen. Dann brauche ich aber noch was, um das Fenster da kaputt zu machen. Genau, mach erstmal Frühsport. Er hält sich fit. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Herr Schmidt. Herr Schmidt, unser Nachbar. Was ist das? Ein Apfel. Nehme ich mit. So, die Kiste ist relativ groß. Vielleicht kann ich die da hochbringen. Macht er da immer noch Gymnastik? Ja, leider. Ich hoffe, das geht noch eine Weile, das Workout. Nein! Warte mal, kann ich auch... Ich hätte. Oh. Hallo? Herr Schmidt, ich bin da, um Ihr Fenster zu reparieren. Da kickt er meine Kiste weg. Mann, der hat aber wieder schlechte Laune. Ich sag ja, Sport macht schlechte Laune. Moment, ich könnte doch direkt hier. Ach, der springt immer so eigenartig. Also hier so mehrere Sprungeinlagen sind hier echt schwierig gestaltet. Kommt schon. Mal eins. Vielleicht mal nur Pausen dazwischen machen. Reicht das jetzt? Ich glaube, das wird nicht reichen. Doch! Yeah! Jetzt muss ich noch darüber kommen. Nein!
Es muss aber so gehen. Oh, also mit dem Springen hat man echt kaum noch eine Kontrolle. Da macht er sein eigenes Fenster kaputt. Und ich bleib im Zaun stecken. Jetzt hab ich einen Apfel verloren. Jetzt habe ich meinen gesunden Apfel verloren wegen ihn. Hör auf, Sport zu machen. Das macht bloß wieder schlechte Laune. Dann kickst du hier wieder irgendwas durch die Gegend. Hier, wir können Fange spielen. Fangen! Oh, ich muss werfen üben. Herr Schmidt, fangen Sie! Oh, werfen muss ich auch noch üben. Och, juckt den überhaupt nicht. Der ist so voller Wut, dass er das gar nicht mal mitkriegt. Muss aber eigentlich irgendwie gehen. Ah.